Man kann aussehen, wie man will, aber die inneren Werte zählen. Wenn du dich mit dem Typen triffst und ihr landet in der Kiste, Alter, ganz ehrlich, als ob der sich umdreht, wenn er dich gesehen hat, egal wie du aussiehst. Jetzt ist halt so, ich weiß ja von meiner Sicht aus, ich stehe da so zwischen den Stühlen oder ich sitze da zwischen den Stühlen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ne? Für mich ist es so, ich finde es essentiell, meine Bilder zu bearbeiten. Ist einfach so. Ich bearbeite gerne meine Bilder. Es macht mir Spaß. Ich mache gerne Fotoshoots. Ich bin gerne Model. Ich bin gerne Graf. Ich bin gerne Bearbeiter. Ich mag es auch gerne, mir Fotoshootings auszudenken, wo ich krasse Kostüme trage und so. Das hatte ich ja alles schon erwähnt. Deswegen unterstütze ich so welche Apps, die es mir leichter machen, meine Bilder leichter zu bearbeiten. Allerdings, ich bin ein bisschen mit dem Kopf auch schon langsam durch. Wir haben auch schon 1:30. Jo. BVB Tassos, danke dir für die Resub. Vielen lieben Dank. Ich fühle mich geehrt. Dankeschön. Pesky und Pacino sind alle 70 plus und im Film mussten sie jünger aussehen für die Rollen. Das nennt man CGI. Ja, das erklärt vorher leider schon das Video beendet. Sie erklärt das ja auch mit Benjamin Button, mit den ganzen Filmen, wo man quasi jünger aussehen muss, älter aussehen muss. Weil bei Benjamin Button war das ja auch, der ist ja auch von klein bis alt zu sehen oder von alt bis klein eher gesagt. Das ist CGI, ja. Aber wenn es in Hollywood möglich ist, so auszusehen, ist es ja wohl irgendwann klar, dass die Technologie sich so weiterentwickelt, dass es irgendwann möglich ist, auf so einem kleinen Gerät die Technologie auch im entferntesten Sinne zu nutzen. Klar, bei Männern oder generell bei so welchen speziellen Rollen, wo man jünger aussehen muss oder so, das ist CGI, das ist auch wichtig. Wichtig auch und ausschlaggebend für den Film, weil es den Film trägt. Aber leider ist es auch in vielen Fällen Eitelkeit von den Schauspielern. Das wird vertraglich ausgemacht, dass die CGI bekommen und dann so und so aussehen oder dass die vorher Szenen abnehmen müssen, bevor die wirklich in die Finale zum Rendern oder wie auch immer das bei denen da heißt, finale Abnahme geht, weil die einfach eitel sind, weil die sagen, in dem Film will ich nicht aussehen wie bla bla bla, sondern deswegen, also ich zum Beispiel für meinen Teil, ich bin froh, dass es so welche Apps gibt, ich bearbeite gerne Bilder, das macht mir auch Spaß, ich kann manchmal stundenlang da sitzen, einfach nur aus Spaß bearbeiten, ich habe so viele Bilder schon bearbeitet, die ich niemals hochladen werde, einfach nur, weil es für mich keinen Sinn macht, sie hochzuladen, erstens habe ich dahinter keine Story, zweitens hätte ich keine Caption und drittens, ich weiß nicht, es würde aber keinen Sinn machen, die hochzuladen. Ich habe es einfach nur aus Spaß gemacht. Aber ich bearbeite unglaublich gerne Bilder, das macht mir sehr viel Spaß. Aber zum anderen finde ich es wichtig, machen wir es so, das sage ich jetzt so, das ist jetzt meine Aussage. Bearbeitet eure Bilder so viel ihr wollt. Bearbeitet sie zu Tode, dass man euch nicht mehr erkennt. Bearbeitet sie, scheiß drauf, egal. Egal, macht wie ihr wollt. Die Kommunikation dahinter ist wichtig. Verkauft das Bild nicht als etwas, was es nicht ist. Geht nicht hin und sagt, hatte ich mich auch mal gesehen, ein Mädel, die sich zu, keine Ahnung was, operiert hat, so, Lippen, dies, das, bla. Und am Ende hieß es, sie hat einfach nur sehr viel Sport gemacht und benutzt einfach nur Supplements. Sie war kein bekannter Influencer, aber sie hat trotzdem, sie wollte damit anfangen, so. Da habe ich das gesehen und dachte auch so, Girl, ich habe dich noch vor ein paar Monaten auf so einem Donut sitzen sehen. Du hast Brazilian Buttlifting gemacht, also. Und dann heißt es, sie hat nur Sport, nur Sport, nur Sport. Das ist natürlich ein krasses Beispiel, aber es beginnt ja auch schon bei so welchen Sachen wie den Leuten zu sagen, ich weiß nicht, also das, denen irgendwie das vorzuleben, wie es nicht ist. Man muss nicht jedes Mal nach jeder Story sagen, übrigens, das war gefaked oder das war bearbeitet. Man muss nicht unter jedes Bild schreiben, das habe ich bearbeitet oder sowas. Achtung, bearbeitet. Lasst euch davon nicht in die Irre führen. Aber in regelmäßigen Abständen einfach mal den Leuten zu sagen, danke für eure Komplimente und so, aber beachtet bitte, ja, ich bearbeite auch meine Bilder. Also, ne, so. Ich versuche das auch regelmäßig. Manchmal vergesse ich das immer wieder zu erwähnen, aber irgendwann denkt man auch so, die Leute haben es verstanden. Und dann kommen aber neue Zuschauer dazu und dann weißt du auch nicht mehr, wer hat es jetzt verstanden, wer nicht. Was denkt ihr, jetzt mal eine Frage, wie weit ist es denn vertretbar, Bilder zu bearbeiten, hochzuladen? Bearbeitet ihr selber Bilder? Oder seid ihr schon mal darauf reingefallen, wenn jemand Bilder bearbeitet hat? Mario, danke dir für 600 Bits. Bisschen schminken finde ich absolut okay. Aber diese ganzen nachbearbeiteten Fotos auf Insta etc. finde ich sehr kritisch. Da ist jungen Mädchen einfach ein falsches Schönheitsideal vermittelt. Exakt das. Es ist so. Es ist so. Das sehe ich absolut zu 100% so. Es ist so, wie ich früher in Filmen, Serien und Magazinen und Werbung immer gedacht habe, oh, wunderschön, so will ich sein. Aber das war so unnahbar, versteht ihr? Das war Hollywood. Du weißt ganz genau, da kommst du nicht dran. Und du weißt, da wurde Sachen gemacht, weil das sind Schauspieler, das sind Filme. Filme sind fake. Filme sind gedreht, das sind Schauspieler. Instagram ist eine Plattform, auf der es von Natur aus, was von Natur aus, weil es sieht so aus, als wäre alles echt. Es ist nicht Hollywood, es ist kein Film. Es ist nicht von Anfang an. Die Konditionen sind von Anfang an nicht geklärt. Hollywood, weißt du, es ist ein Film. Kondition ist geklärt, ist gespielt. Da kann auch einiges anderes fake sein, wie Schminke, Aussehen, Haare, Outfits, Talent. Nicht alle können so fighten wie die oder singen wie die oder was auch immer. Instagram
gibt einem nun einmal oder vermittelt einem das Bild, dass es Menschen sind wie du und ich, die einfach besser sind als du und ich. Filter sind in Ordnung und geringere Retouch. Aber sobald es die Gesichtsform etc. verändert, finde ich es komisch. Wenn man es zu viel macht, definitiv. Wie gesagt, ich habe auch schon mein Doppelkinn weggemacht. Ich auch schon. So ein Foto gab, da habe ich wirklich übertrieben. Ich weiß jetzt nicht, von wo das Foto gemacht wurde. Manchmal war auch von da unten voll schmeichelhaft für dein Gesicht. Und dann habe ich auch so gedacht, so, boah, das Foto, Alter, was ist das? Und dann bin ich auch einfach so hochgegangen und habe dann ein bisschen... Habe ich auch schon. Also ich nehme mich da ja nicht raus. Wie gesagt, ich bin genauso schuldig wie die. Ich habe es genauso gemacht. Nur, da schließt sich der Kreis, was mit meinem Gesicht zu tun hat. Irgendwann ging es mir auf den Sack, mich selber zu bearbeiten. Wenn du dich selber bearbeitest und immer wieder deine Fehler korrigieren musst, dann denkst du auch irgendwann, boah, fuck, Alter, ich bestehe ja nur aus Fehlern. Es hat mir nicht gefallen, dass ich mich im Spiegel angesehen habe und mich mit meinem Foto, welches ich selber bearbeitet habe, von dem ich ja weiß, dass ich es bearbeitet habe, mich verglichen habe und gemerkt habe, du bist gar nicht so schön, wie du dich gibst. Du bist gar nicht so schön. Du bist fake. Du bist gar nicht so, du bist hässlich. Und dann fing es an mit, du bist hässlich. Dann kommt so eine Spirale, du bist nicht gut genug, du bist hässlich, du bist nicht talentiert genug, du, was auch immer. Und dann irgendwann guckst du dich im Spiegel an und denkst, okay, was kann ich tun, damit ich nicht meine Bilder, diese Scheißmotte, Alter. Was muss ich tun, damit ich meine Bilder nicht mehr so stark bearbeiten muss oder weniger bearbeiten muss? Und bei mir war klar, ich möchte mich in Real Life wohlfühlen. Ich möchte mich, wenn ich mich im Spiegel ansehe, wohlfühlen. Und ich hatte ja dieses Problem jetzt schon seit Jahren mit meinem Gesicht. Und ich arbeite jetzt daran, dass ich keine Akne mehr habe, keine Pickel mehr habe, meine Poren einfach feiner sind, meine Haut straffer ist, meine Jawline gestraffter ist. Und deswegen mache ich so welche Sachen wie zum Beispiel dieses Needling, was ich heute gemacht habe, Hyaluron-Unterspritzung habe ich auch schon gemacht. Ich hätte sogar mal Fäden, hat aber nichts gebracht. Also bei mir hat es nichts gebracht, weil mein Damage durch meine Sehnen, die überzogen wurden wegen einer Sache, die man, haben die Fäden nichts gebracht, weil es hat einfach, es hat es nicht getragen. Das Gewicht von meinem Gesicht ist einfach viel zu schwer oder von dem, der Schaden war zu hoch. Ich bearbeite selber viele Bilder als Fotograf, aber bei mir steht dann das bestmögliche Bild im Vordergrund und nicht, ob es gefotoshoppt ist oder nicht. Ja, sehe ich, fühle ich. Wenn man das mal weiterdenkt, ist es schon echt krass, wenn man den Gedanken hat, dass jeder, nicht falsch versteht, auf Social Media eine Illusion von sich erschafft und aufbaut, sich als jemand gibt, der man eigentlich nicht ist, aber nach außen zu sein, sehr komplexes Thema. Ja, ist so. Es ist extrem komplex, denn es geht in viele, viele Tiefen rein, wirklich in viele, viele Ebenen rein. Da kann man sich über mehrere Aspekte unterhalten. Man kann aussehen, wie man will, aber die inneren Werte zählen und die Leute sollten anfangen, sich selbst zu lieben. Das ist wichtig, ganz genau. Aber das darfst du den Leuten auf zum Beispiel jetzt spezifisch gesehen Instagram, das darfst du den Leuten auf Instagram nicht übel nehmen, dass sie es in dem Fall eben nicht tun. Dafür ist Instagram da. Das Problem ist nur, dass wenn sie dann, die wollen verarscht werden, aber wenn sie verarscht werden, beschweren sie. Du gehst nicht auf Instagram, um Real Life zu sehen. Willst du Real Life sehen? Geh vor die Tür. Guck neben dir, wer neben dir sitzt. Mit wem telefonierst du? Mit wem hast du engen Kontakt? Wer sind deine wahren Freunde? Wann hattest du das letzte Mal eine richtige Connection zu einem anderen Menschen? Das ist real. Geh nicht an so ein kleines Gerät in deiner Hand und suche Realness. Vergiss es. Du kannst dieses Gerät benutzen, um Realness zu finden im Sinne von Wissen aneignen. Wikipedia, Internet und was nicht alles. Eigne dir das Wissen an. Das ist real. Und selbst dieses Wissen auf einigen Seiten musst du noch einmal hinterfragen und genau hinterher recherchieren. Denn nur weil einer das auf irgendeiner Seite schreibt, macht das Ganze noch nicht wahr. Das Hinterfragen, das Ganze, das bedarf Fleiß. Und das wollen die Leute auf Social Media, in dem Fall Instagram nicht, denn die wollen. Wann gehen sie auf Instagram, wenn sie gerade Pause haben, wenn sie gerade keinen Bock haben auf Real, weil sie keinen Bock haben auf ihre Realität? Die gehen auf Instagram, um sich entertainen zu lassen. Und dafür sind die Bilder dann da. Und deswegen funktionieren so welche Bilder, die übertrieben bearbeitet sind oder die einfach ein übertriebenes Lifestyle, Leben, Aussehen, Talent, was auch immer darstellen, weil man dadurch entertained wird. Das Problem ist einfach nur, dass die meisten nicht verstanden haben, dass Instagram das ist und nicht das wahre Leben. Wisst ihr, wie Instagram begonnen hat? Als Instagram gerade rauskam, war Instagram eine reine Filter-App. Ich habe mir Instagram damals runtergeladen, weil ich die Filter nur benutzen wollte. Nicht, weil ich die Fotos darauf hochgeladen habe. Ich habe die Fotos hochgeladen, privat. Die wurden dann bei mir in der Galerie gespeichert, damit ich diese auf Facebook posten konnte. Dafür war damals Instagram da. Instagram wurde geboren als reine Verfälschungs-App. Und jetzt wird sie benutzt als Social-Media-App, was ich wundervoll finde. Keine Frage, ich liebe Instagram. Ich liebe Instagram. Aber die Leute müssen verstehen, was die Wahrheit dahinter ist und wie man es benutzt. Man kann Technologie, alles feiern, alles haben, alles bis aufs Verrecken benutzen. Man muss nur wissen, worauf man sich einlässt und was es ist. Du bist ja richtig im Modus drin. Achso, Sunny Boy, sorry.
Das alte App-Design von Instagram. Oh mein Gott, diese Kamera. Ja, klar. Aber das ist ja bei allen Apps so. Mario, danke dir für 333. Schlimm sind dann auch noch diese Männer, die ihren Freundinnen wegen Zellulite oder so diese Komplexe noch einreden. Sowas ist echt nicht richtig. Sowas ist echt richtig arm. Ja, aber diesen Typen hat man niemals gesagt, dass so Frauen nicht aussehen. Frauen zu 99, nein, anders. Nicht Mädchen. In jungen Jahren, mit 18 hatte ich auch keine Zellulite. Mit 18 hatte ich glatte Beine bis zum geht nicht mehr. Das kam erst später, weil du dann zur Frau wirst. Und jede Frau hat Fettpölsterchen, weil sie die braucht. Weil eine Frau ist eine Geburtsmaschine. Die braucht diese Fettablagerung, die braucht das. Und jede Frau, außer so welche Models, die sich abmagern, die jeden Tag mindestens 2-3 Stunden Sport machen, haben keine Zellulite. Die einfach generell kein Gramm Fett an sich haben, die aber generell daran ausgerichtet sind, kein Gramm Fett an sich zu haben. Aber jede sterbliche andere sterbliche Frau, ja, die vielleicht geregelt Sport macht oder nicht, manche haben auch eine Bindegewebsschwäche, haben sie auch, oder Lipödem oder Elephantitis oder sonst irgendetwas. Das sind alles Krankheiten, die du dann hast, da kriegst du die Zellulite nicht weg. Aber was wird dann den Männern beigebracht auf Social Media? Das ist die wahre Frau, mashallah. Einfach die Hübsche, guck mal, voll die langen Beine, glatt trainiert. Alexis oder wie die heißt da. Wunderschön, ja. Aber jetzt denken alle Männer, dass alle Frauen so aussehen müssen. Nicht, dass das die Ausnahme ist. Ich habe auch Zello, Alter. Meine ganzen Beine sind voller Zellulite, bis zu den Waden, Alter. Und ich fühle mich, ich gebe zu, ich fühle mich scheiße. Ich fühle mich hässlich, ich fühle mich unsexy manchmal, nicht immer. Aber manchmal fühle ich mich unsexy und unsicher, wenn es darum geht, dass andere Leute, vollkommen egal ob Mann oder Frau, meine Beine sehen. Ich habe einen eingeschworenen engen Kreis an Freunden, die meine Beine sehen dürfen. Ist einfach so. Weil ich dadurch verrückt gemacht werde auf diesem scheiß Instagram. Und wisst ihr, wie verrückt das noch, das wird noch verrückter. Leute, ich weiß, ich kenne die Fakten. Ich rede ja gerade mit euch, dass ihr es versteht. Aber ich leide selber darunter. Mein Gehirn weiß es. Ich kenne die Fakten. Ich weiß es. Trotzdem ist in mir drinnen dieses kleine Reginchen, dass du denkst so, ich will doch perfekt sein wie alle anderen. Ich will doch auch so welche Fotos machen. Ich will doch auch so welche Röcke tragen. Ich will doch auch solche Bikinis tragen. Ja, kann ich doch. Kann ich doch. Wer sagt denn, dass das schlimm ist? Und dennoch, jedes Mal, wenn ich mir dann Bikinis anziehe, denke ich mir jedes Mal, nope, du ziehst dir wieder Hosen an. Das ist etwas, daran arbeite ich. Das ist mein Job, nicht euer Job, nicht deren Job. Es ist mein Job. Ich weiß es und daran arbeite ich. Und ich hoffe, dass ihr es auch tut. Ich bin da auch noch nicht angekommen. Vor allem die Frauen unter euch. Ich bin da auch noch nicht angekommen. Tut, wenn ihr was an eurem Körper verändern wollt, tut es für euch. Nicht, damit andere Leute zufrieden sind. Instagram ist nur fake. Leb mit der Realität. Ja, sehe ich auch so. Aber, und das muss ich auch dann wieder in Schutz nehmen. Instagram ist auch geil. Ich bin gern auf Instagram. Ich experimentiere gerne auf Instagram. Ich mache gerne Stories. Ich lade gerne Fotos hoch. Und ja, ich hole mir gerne die Bestätigung von anderen. Sonst würde ich so etwas nicht machen. Ich war schon immer eine Rampensau. Deswegen habe ich auch eine Schauspielausbildung gemacht. Natürlich. Sonst wäre ich auch nicht jetzt hier vor der Kamera. Ich liebe das. Aber man muss es wirklich in Grenzen halten. Und man muss es im richtigen Rahmen konsumieren. In der richtigen Sprache oder auf der richtigen Ebene richtig verstehen. Ich glaube, das ist nur begrenzt wahr. Meiner Meinung nach ist es in vielen Fällen eher das, was Frauen glauben. Das, was Frauen glauben, was Männer sich wünschen, als das, was sie wirklich mögen. Gebe ich dir auch recht, ist auch so. Das ist immer so geil. Jedes Mal, wenn ich mich mit Freundinnen unterhalte und die sagen, aber weißt du, so dies und das. Alter, wenn du dich mit einem Typen triffst und ihr landet in der Kiste, Alter, ganz ehrlich, als ob der sich umdreht, wenn er dich gesehen hat, egal wie du aussiehst, nackt, als ob der, nachdem der dich kennengelernt hat, mit dir halt nach Hause, wo auch immer, ins Schlafzimmer, und du ziehst dich aus, als ob der sich umdreht und geht. Alter, der ist nackt mit einer Frau im Schlafzimmer, der hat den Jackpot gewonnen. Worüber reden wir hier? Der wird sich umdrehen und gehen. Ist was anderes, als wenn du dich verkaufst wie Figur, wie Naomi Campbell. Aus irgendeinem Grund im Schlafzimmer ziehst du dich aus und siehst aus wie Nilpferd. Was ja niemals ist. Er sieht dich ja von aus. Er weiß ja ungefähr deine Figur. Und die meisten Männer sehen die Zellulite noch nicht mal. Das sind wir, die Männer auf die Gedanken bringen. Wir sagen, siehst du, ich habe Zellulite. Dann sehen die das und denken, oh ja. Aber vorher sind die niemals auf den Gedanken gekommen, dass du Zellulite hast. Die haben das vorher niemals gesehen. So schlau sind die nicht. Nichts für ungut, no front. Aber es ist so. Aber, und da ist schon wieder immer ein Aber. Ich bin leider auch Opfer von einem Typen geworden, der mir gesagt hat, dass wegen meiner Zellulite bin ich ekelhaft. Oder es ist ekelhaft. Oder es sieht schon, oder es ist schon irgendwie ekelhaft. So war es ungefähr. So, okay? Und nachdem du von einem Typen aus Fleisch und Blut, der vor dir steht, das hörst, denkst du auch so, Mama, gib mir meine Klamotten. Ja, ich kann jetzt auch sagen, ach, das war im Eifer des Gefechts nicht so gemeint und so weiter, bla bla bla. Ich habe ihn ja auch angestichelt, habe ja gesagt, guck mal, ich habe Zellulite.
ich hätte gerne glättere Beine, ja, aber bla bla bla. Und dann habe ich halt über meine Zellulite geredet. So. Und dann kam der Satz, ist trotzdem nicht okay, ich weiß. So, ich will diesen Typen nicht in Schutz nehmen oder so, aber... Und dann, natürlich denkst du dann auch so, okay, das war jetzt nicht einfach mal irgendwer. Das war jemand, der halt wirklich vor dir steht. Das war nicht einfach jemand, der auf Social Media das gesagt. Aber ich weiß auch, ja, Leute, danke schön. Ich lasse mich davon nicht unter... Nein, ich habe mich davon unterkriegen lassen, ja. Ich will euch nicht anlügen, ja. Aber auch wegen anderen Dingen, die gesagt wurden, die ich jetzt hier nicht nennen werde. Viele Dinge, die nicht in Ordnung waren, die mich als nicht nur als Frau in meiner Weiblichkeit, sondern auch als Mensch degradiert haben. Das hat dann am Ende, dieses Gesamtpaket von allem, hat dann am Ende dafür gesorgt, dass ich halt mega mit Selbstliebe zu kämpfen hatte. Also ich habe mich nicht selbst akzeptiert, ich fand mich nicht, mein Selbstbewusstsein am Arsch, Alter. Aber ich habe daran gearbeitet und ich weiß es ja jetzt deswegen, aber danke. Aber ich rede deshalb so offen darüber, für alle da draußen, vollkommen egal, ob du Männer oder Weiblein bist, vollkommen egal, was dein Makel ist, welches du denkst, dass du hast, versuch the big picture zu sehen. Also versuch daran zu arbeiten. Du kannst mehr als versuchen, brauchst du gar nicht. Ob du es klappt, ob es klappt oder nicht, egal. Dann nochmal versuchen. Ich habe 3 Jahre gebraucht. 3 Jahre. Na, ich bin noch nicht ganz angekommen. Sagen wir mal so, ich bin immer noch nicht angekommen. Ich bin immer noch dabei. Boah, meine Beine tun so weh. Ich bewege mich die ganze Zeit auf dem Stuhl, weil ich kann ja meine Beine nicht ausstrecken wegen dieser Kiste. Es gibt einfach so oberflächliche Vollpfosten, einfach nur traurig. Ja, natürlich. Das wissen wir aber auch alle. Manche Menschen gibt's, die gibt's gar nicht. Die von denen hörst du nur in Filmen. Du denkst nur, ey, solche Spasten gibt's gar nicht. Gibt's. Einfach mal dankbar sein für das, was man hat, anstatt zu jammern für das, was man nicht hat. Sehe ich auch so. Wir machen das viel zu selten. Vor allem auf Instagram ist man ja auch die ganze Zeit immer am Vergleichen. Man vergleicht sich immer mit anderen Leuten. Ja, doch, man vergleicht sich doch ständig mit anderen Leuten. Vor allem, seit es Social Media gibt, weil man hat ja jetzt die Möglichkeit, sich zu vergleichen. Und das macht natürlich auch dann viel. Aber wir machen das dann zu selten, wie du schon sagst. Einfach mal stehen bleiben, sich umgucken und einfach mal für alles dankbar sein, was man hat. Denn alles, was wir haben, ist nicht selbstverständlich. Klar, anderen Menschen geht's besser. Den einen Menschen geht's besser als den anderen. Dennoch hat man immer irgendetwas, wofür man dankbar sein kann. Und wenn es nur sein eigenes Talent für Reflexion ist. Ich finde, jeder muss einfach ein gewisses Grad an Empathie und Selbstreflexion beherrschen. Aber wenn solche A-Löcher werden die netten zurück... Aber wegen so welchen A-Löchern werden die netten zurückgewiesen, weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat. So sad, Hashtag my life. Ich weiß, was du meinst. Ja, es ist so. Also da ganz, ganz klar. Ganz, ganz klar. Ist so. Vor allem bei mir in den letzten Jahren zum Beispiel so. Da konnte keiner bei mir landen. Ist einfach so. Aber ich muss auch sagen, hat aber auch wenig, also hat viel auch damit, aber hat auch viel mit anderen Sachen zu tun. Nicht nur damit. Aber es ist tatsächlich so, wenn man dann plötzlich so verarscht wird wegen irgendeinem Typen oder wenn irgendein Typ dir irgendwelche schlechten Gefühle einredet, dann musst du an dir selber wachsen, was dann mit dem Alter oder mit den Jahren dann langsam kommt, wo du dann langsam merkst, der Fehler von dem anderen Typen ist noch nicht oder wird vielleicht auch niemals der Fehler von dem Arschloch wird vielleicht gar nicht von dem neuen Typen begangen. Wow, Alter. Ich glaube, mein Gehirn hat gerade eben ganz kurz so gemacht wieder.